Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Wenn ihr das jetzt sehen könntet, wie das hier ausschaut. Ne? Hier sind irgendwelche Lichter und das sind Blümchen und dann ist unser scheues Reh. Und da hinten steht Rocket und Herr Nöckel mit DIN A4 Blättern, wo irgendwelche Fragen drauf sind, die ich noch nicht kenne. Ich bekomme heute ein paar Fragen gestellt, die ihr in Instagram reingedonnert habt. Und dann soll ich Antworten drauf geben. Mal gucken, unvorbereitet, was da rauskommt. Viel Spaß dabei. Robin, du musst schon lesen, ne? Ja. Kriegst du das hin, oder? Das bekomme ich hin. Okay. Also erste Frage, macht es Sinn, auf eine Privatuni zu studieren? Auf eine Privatuni zu studieren? Ja. Gut, unsere Tochter ist auf einer Privatuni. Ich finde schon, dass es Sinn macht zu studieren, wenn es halt Themen sind, die vielleicht in öffentlichen Universitäten nicht so im Fokus stehen. Unsere Tochter studiert Osteopathie. Von daher, das ist auf einer öffentlichen Universität schwierig. Robin, du warst doch auch auf einer privaten Uni, oder? Und, was sagst du? Meine war nicht so gut. Deine war nicht so gut. Also wer auch immer die Uni von Robin war, ihr wart nicht so gut. No front! Also ansonsten, ja, es ist immer eine Frage, was machst du draus? Also selbst wenn Robin sagt, er fand es nicht so gut, er hat ja viel draus gemacht. Also so wie er jetzt hier sitzt, ist da viel draus entstanden, würde ich sagen. Was auch immer da jetzt in der Schule verkehrt gelaufen ist, hat ja ihn jetzt nicht zwingend in seinem Leben am Ende beeinflusst. Ich glaube, wenn du auf einer perfekten Universität bist, unsere Tochter muss ja jetzt auch was draus machen, nur weil du studiert hast irgendwo, bringt es jetzt gar nichts. Es ist immer eine Frage, wie du darauf reagierst, so Punkt. Dann kam eine Frage, da hat jemand scheinbar ganz viel Angst. Wie bereiten Sie sich auf eine Krise, auf einen Blackout vor? Ich tue alles dafür, dass der Blackout mich nicht erwischt. Du kannst ja, ich habe gestern, nee, was haben wir, Samstag, ne? Gestern einen Podcast aufgenommen, am Freitag, da habe ich sowas, ich habe gesagt, du kannst bestimmte Sachen einfach nicht beeinflussen. Und über Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, solltest du dir auch erstmal keine Gedanken machen. Weil die Gedanken, die dir machst, 99% davon kommen ja eh nicht. Die werden ja eh nicht Realität. Und ein Blackout, tu einfach alles dafür, dass selbst wenn ein Blackout kommt, es dich nicht betrifft. So gehe ich damit um. Was soll ich jetzt auch mit Corona? Ja. Macht weiter. Wie wichtig ist eine gut funktionierende Beziehung im Business? Scheiße wichtig. Darf ich Scheiße auf YouTube sagen? Darfst du. Darf ich, okay. Okay. Es gibt, also ich sag mal, 100% und 100%, die miteinander unterwegs sind, sind 200%. 100% und 100%, die gegeneinander arbeiten, ist 0. Ich glaube, das beantwortet alles. Wie willst du, wenn deine Beziehung nicht funktioniert, in anderen Bereichen Vollgas geben können? Das geht nicht. Rocket? Ja. Ja? Stimmt. Ja, stimmt. Oh. Es geht einfach nicht ohne, aber ich finde, das ist eine coole Frage. Besitzen Sie eigentlich auch Oldtimer? Nein. Also, Rock und ich lachen gerade. Nein, wir besitzen keine Oldtimer, weil ich der Meinung bin, dass meine Fahrzeuge, die ich besitze, irgendwann mal Oldtimer werden. Ich bin jetzt so der Fan von alten Fahrzeugen. Ich bin da mal durch Freiburg, da Schwarzwald, in so einer Oldtimer-Rallye gefahren. Grüße gehen raus an Aston Martin, war eine tolle Veranstaltung. Das ist nicht so mein Ding gewesen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, und da Aston Martin seid mir nicht böse, so ein bisschen Oldtimer-Gefühl hat man beim Aston Martin schon, wenn ich so mein Vanquish S anschaue und mein Signet, das ist eher schon, und alle lachen im Hintergrund. Das ist schon, das ist jetzt nicht die neueste Technik. Aber sie sind halt einfach wunderschön und dann scheiß auf die Technik. Ja. Also nein, ich habe also klassische Oldtimer mit. Dann eine sehr wichtige Frage auch, wie sehen Sie Handicaps im Business? Wie sollte man korrekt umgehen damit? Umgang mit dem Thema ist spannend. Am besten kann ich darauf antworten, wie wir es gerade gemerkt haben. Ich merke es gar nicht. Wir haben eine Freundin, die hat deutliches Handicap. Ja, doch, auf jeden Fall. Sie sieht so, ich sehe es gar nicht so sehr. Und ich habe auch eine spannende Persönlichkeit, die mir auf Instagram folgt. Grüße gehen raus. Und so, wenn ich drüber nachdenke, gibt es schon so 2, 3 Leute, die da ein Handicap haben, ein körperliches Handicap, die ich kenne. Aber ich nehme es gar nicht wahr. Und im Business, wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn ich jetzt so ein Grundl zum Beispiel, Grundl ist ein Persönlichkeitscoach, kann man ja mal einblenden oder sowas, der sitzt im Rollstuhl und der hat halt sein Handicap zu seinem größten Benefit gemacht. Und die Freundin, da ist es ähnlich. Ihr Leben ist so ein Wahnsinn im positiven wie im negativen Sinn und die hat halt ihren größten Hebel draus gemacht. Und ich glaube, wenn man da positiv mit umgeht, selber auch, dann hat man da jetzt keinen Nachteil. Also, wenn ich das sagen kann, ich habe ja kein körperliches Handicap, aber so würde ich es jetzt sehen. Tipps, um Kindern den Umgang mit Geld beizubringen? Wow, auch eine geile Frage. Einen richtigen Tipp. Ich meine, ich habe ja 2 Kinder geschenkt bekommen von Rocket. Und
ich glaube, dass wir da sehr viel richtig gemacht haben, weil für beide ist es ist Geld wichtig, ja, schon, aber es ist nicht lebensbestimmend. Und beides sind unabhängig von unseren finanziellen Mitteln, glaube ich, ganz gut in ihrem Leben vorbereitet. Und das ist, glaube ich, der Tipp, den ich geben kann, wenn ihr jetzt von mir einen Tipp haben wollt, der ja selber keine Kinder auf die Welt gebracht hat. Ihr müsst sie schon unterstützen, wenn ihr Kapital habt, aber zeigt ihnen, dass dieses Kapital, das ihr habt, jetzt nicht vom Himmel fällt. Und dass es auch für die Kinder nicht hinterhergeworfen wird, sondern dass das immer an irgendwas geknüpft wird. Nicht an eine Leistung oder irgendwas, sondern an etwas, was diesem Geldbetrag einen Wert gibt. Keinen Wert monetär, sondern einen Wert emotional. Und ich glaube, dass du dann mit den Kindern ganz gut durchs Leben laufen kannst. Und wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt vielleicht nicht so viel Geld, gib den Kindern immer das Gefühl, ihnen fehlt nichts. Also meine Eltern zum Beispiel haben, mein Papa ist ja kein Multimilliardär. Und wir waren, ich glaube einfach, wie nennt man sowas, gute Mittelschicht? Ja, gute Mittelschicht, ja. Papa, gute Mittelschicht. Aber das Geld war nie wichtig in der Form, dass es uns irgendwas gefehlt hätte oder sowas, weil meine Eltern haben uns immer das Gefühl gegeben, es ist perfekt, so wie es ist. Und daraus eine super Erziehung. Ich glaube, das ist deutlich wichtiger gewesen. Wir haben gute Umgangsformen gelernt, wie man sich verhält an einem Tisch, wie man isst. Kleinigkeiten, aber ich glaube, dass das ein Leben deutlich bestimmender ist als jetzt monetäre Sachen. Und ja, gebt es euren Kindern mit. Ich glaube, dann kommen sie auch ganz gut durchs Leben. In den Instagram-Stories haben sie es, glaube ich, schon beantwortet. Aber hier nochmal die Frage, möchten Sie irgendwann mal auswandern? Nein. Ich finde es auch echt, ich weiß nicht, was... Ja, ich liege den ganzen Tag am Pool. Was machst du denn am Pool? Also mir wäre da langweilig. Ja, ich habe mir ja Arbeit am Pool. Sorry, dein Laptop wird nach 5 Sekunden nicht mehr funktionieren, wenn es da 50 Grad hat. Nee. Schweiz hätte man die Option, Liechtenstein hätte man die Option, nein. Was will ich denn in Liechtenstein? Rocket grinst im Hintergrund. Nein. Also hier unsere Base auf jeden Fall, aber wir sind ja auf der ganzen Welt permanent. Also ich habe jetzt noch kein Land gefunden, das mir besser gefallen hat. Die nächste Frage, wie schaffe ich es am besten, dass Business und Familie zusammenpassen? Offen und ehrlich damit umgehen. Weil du musst mit der Familie über die Preise, die du bereit bist zu zahlen, sprechen und abstimmen, ob die Familie auch bereit ist, diese Preise zu zahlen. Wenn sie bereit ist zu zahlen, super. Wenn sie nicht bereit ist, das zu zahlen, dann musst du dir überlegen, gehst du von deinen Preisen runter oder überzeugst deine Familie oder macht es keinen Sinn. Also hört sich hart an, aber am Ende ist es so. Weil du wirst nichts in deinem Leben durchsetzen können, was jemand anders dir vermadet. Das wird nicht funktionieren. Dann musst du eine Entscheidung treffen in irgendeiner Form. Ich würde immer gucken, dass die Menschen um dich herum wissen, was du da bereit bist zu tun und leg los. Und dann funktioniert es aber auch mit der Familie, wenn man da offen drüber redet. Also Rocket und ich stimmen uns dann ab. Und eine letzte Frage noch. Wann schreiben Sie Ihr eigenes Buch? Wenn ich einen finde, der mein Fränklisch auf Deutsch übersetzt. Ja? Und das mir Bock habt, mein Buch zu, wie nennt sich das denn? Lektorat zu übernehmen und meine Leserechtschreibschwäche umzusetzen auf Blatt Papier und mein Gekringel in irgendeiner Form. Herr Nöckel dreht immer durch. Also er ist der beste Jörgisch-Übersetzer, den es gibt, ja, weil meine Schrift ist eine Katastrophe, die hat sich seit der Grundschule nicht geändert. Für die ganze Firma muss ich übersetzen. Ja, er muss für die ganze Firma übersetzen, weil meine Konzepte, wenn ich schreibe, sind nicht leserlich. Also für uns zwei schon, aber für den Rest dann nicht. Ja, ich schreibe schon. Gucken wir mal, wenn es passt. Ich habe irgendwie dann noch das Gefühl, ich wüsste jetzt gar nicht, wofür ich schon ein Buch schreiben soll. Ich habe noch nicht das Gefühl, ich muss jetzt mein Leben da irgendwie niederbrezeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, ist es okay, wenn ich nach vorne gerobbt bin oder ist dann wieder der Zoomer da weg? Also ich muss ja auf solche Sachen aufpassen. Ihr schreibt mir mal rein, ob ihr solche Sachen gut findet, so ein persönlicheres Video mit Q&A. Liked natürlich dieses Video, folgt mir, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und da ist es. Ah, Glocke, oh Gott. Wenn zwei Leute hinter einem stehen und so machen, oder hinten, das ist sensationell. Ich wünsche euch was, haut rein, bis bald. Euer Jörg. Outtake. Die ist schon echt provokant, die Kaffeemaschine. Man denkt, es ist vorbei und so. So jetzt. Noch nicht.